Ducktape. So. Was zur Hölle war das gerade? Ist da gerade ein Hai durch den Sehnsee durchgeschwommen? Ich glaube, es sah fast so aus. Eine neue Folge Stranded Deep hier bei letztem Multiplay. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass wir uns melden, wenn wir auf der anderen Insel drüben sind. Jetzt bin ich hier schon fast angekommen an der Insel und habe unter uns hier, da, ein schönes Schiffswrack entdeckt. Und da wollen wir jetzt mal gucken, was wir da so Schönes haben. Ich habe schon mal meine Luftflasche hier präpariert und wir springen jetzt einfach mal ins kühle Nass hinein und schauen mal, was wir hier so Schönes haben. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Kiste, da ist eine Axt drin, das ist ganz gut. Da können wir unsere alte Axt nämlich einfach mal wegschmeißen und uns die neue Axt nehmen. Oh, ist mein Airtank leer? Nein, wir haben noch ein bisschen Luft, aber noch ein bisschen drin. So, hier haben wir schon mal nichts. Schauen wir mal rein, was wir haben. Hier haben wir eine Machete, die brauchen wir nicht. Eine Flare brauchen wir auch nicht, haben wir festgestellt. Oh, mein Lufttank, meine Luft ist wirklich leer, der Tank. Ich krieg. Na, ja, aber ich krieg noch was, komisch. Eben gerade habe ich nichts bekommen. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Noch eine Machete. Hm. Noch eine Axt. Oh, Kompass. Sehr schön. Ah, hier ist bestimmt ein Eimer Wasser drin. Ja, Menschenskin haben wir schon gleich direkt erkannt. Und haben wir hier noch irgendwas, was wir übersehen haben? Hier ist auch nichts. Also, keinen weiteren Part, oder nicht den letzten Part gefunden von unserem... oder für unseren schönen Motor. Vielleicht finden wir auf der Insel noch irgendwas Sinnvolles und Nützliches. Immerhin haben wir jetzt den Kompass und wissen, unsere Insel liegt irgendwo im Osten. Nämlich da hinten liegt sie. Also grob Osten, so 110 Grad. War auch noch eine Richtung 110. 110 Grad wäre ein bisschen. So, jetzt paddeln wir mal weiter auf die Insel zu. Vielleicht haben wir noch mehr Schiffswracks hier unten liegen. Das wäre natürlich schön, hier haben wir ein schönes Korallenriff. Also grafisch überzeugt mich das Spiel definitiv. Jetzt schon auch in dieser frühen, sehr, sehr frühen Phase. Da sind wir noch in der Alpha 001. Mal schauen wir mal, was diese Insel hier zu bieten hat. In der Hoffnung, dass wir hier noch nicht waren. Aber ich glaube, hier waren wir noch nicht. Hier liegen auch ein paar Sticks rum, hier liegen noch ein paar Steine rum. Ah, ich sammle die Steine einfach immer mit ein. Weiß ja nie, wozu man die nochmal brauchen könnte. So, was sagt denn unser... Hunger haben wir nicht, Durst haben wir auch nicht. Sehr schön. Hier ist noch ein kleiner Stein. Da vorne haben wir anscheinend nichts liegen. Können wir mit dem Fernglas nochmal gucken, ob wir irgendwo auf dem Wasser irgendwas erkennen. Irgendwelche Luftbläschen. Da hinten steigt was auf. Da tauchen oder schwimmen wir gleich mal rüber. Da könnte was Interessantes sein. Das behalten wir auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf. Und jetzt gucken wir hier nochmal. Sehe ich aber auch nichts aufsteigen an Luftbläschen. Nein. In der Ecke ist nichts. Hier haben wir noch eine kleine Toolbox. Das ist hier drin. Ein Hammer. Na super, wir haben uns einen Hammer selber schon gecraftet, das heißt, den brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht großartig mitnehmen. Ich sammle noch ein paar Sticks auch nochmal ein, die können wir im Notfall immer nochmal rausschmeißen. Wie gesagt, Palmen wachsen halt nicht nach. Das heißt, wenn wir einmal unsere Insel leer geholzt haben, dann haben wir ein Problem, dann haben wir nämlich Holzmangel. Kein Eisenmangel, sondern Holzmangel. Ist bei den Stranded Deeplern sehr weit verbreitet, Holzmangel, Holz- und Steinmangel. Da klagen fast alle drüber. Und auch über viele Parts für den Motor. Da hinten blubbert auch noch was. Und irgendwie ist schon wieder hier diese bedrückende, beklemmende Musik. Diese leichten Klavierschläge. Ping, ping. Als wenn uns das Spiel irgendwas mitteilen möchte. Sag mal, du bist auf dem falschen Weg. Gib einfach auf. Stirb einfach. Da schwimmt auch noch ein Hai drumherum. Das könnte aber auch ein Delfin sein. Aber ich würde in diesem Fall sagen, dass es irgendwie... Entweder ist es Charlie oder einer von seinen Freunden. Und wir schwimmen jetzt einfach mal hier direkt auf das Wrack im Meer zu. Todesmutig natürlich.
Auch nicht bei Nacht, wie wir es sonst auch gerne mal gemacht haben. Nein, wir schwimmen jetzt mal schön bei strahlendem Sonnenschein und wahrscheinlich nur 30 bis 35 Grad im Schatten in dieses Wrack hier mal hinein und schauen mal, was wir hier Schönes haben. Oh, Antibiotika. Ah, super. Stein raus, Antibiotika mitnehmen. Noch eine Axt, noch einen Kompass, brauchen wir nicht. Eine Engine. Ah, super, haben wir noch eine Engine hier rumliegen. Da, ach, super. Zwei Engines, man kann ja nie genug haben hier. Haben wir noch ein bisschen Luft? Haben wir noch. Haben wir. Hat er, hat er. Was schmeißen wir mal weg? Ja, schmeißen die Steine jetzt nicht mehr raus. Und nehmen nochmal die Engine nochmal mit. Können wir zwei Engines. Cool. Wir können zwei Engines übereinander legen. Sehr schön. Das ist natürlich auch immer gut zu wissen, dass die Engines also einen Stack haben. Ich würde mal fast vermuten, der Stack ist so bei 64. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Und ansonsten haben wir hier in diesem Schiffswrack aber auch nichts weiteres. Nur zwei Engines. Super. Ja, also der Loot spawnt ein bisschen merkwürdig. Wahrscheinlich auch ein bisschen zufällig. Wobei das ist jetzt schon ein sehr großer Zufall, dass hier gleich zwei Engines rumliegen. Da ist noch ein Hardcase. Was ist hier drin? Ah, noch ein Fernleser. Die können wir nicht doppelt stacken. Schade. Das wäre auch zu einfach gewesen. So, jetzt müssen wir gucken, wo ist denn eigentlich unsere Insel? Da! Da ist die Insel. Da schwimmen wir jetzt einfach mal wieder hin, nachdem wir jetzt zwei Engines haben. Wir haben, glaube ich, insgesamt vier Engines, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe und verzählt habe. Also wir können schon fast einen kleinen Shop aufmachen, wo wir unsere kleinen Motoren verkaufen. Allerdings werden wir wahrscheinlich das Problem haben, dass wir keine Kunden finden. So, hier vorne, da waren wir. So, was haben wir noch hier irgendwo? Da ist unser Boot. Ja. Das heißt, wir schauen einfach mal weiter. Stick können wir noch aufsammeln, sehr schön. So, ein Yuga-Plant brauchen wir nicht unbedingt. So, wir hatten aber hier irgendwo, habe ich da noch Luftbläschen aufsteigen sehen. Also insofern ist es für diese Sachen schon extrem praktisch. Jetzt müssen wir nur noch die Stelle finden, wo denn der zweite Punkt war. Wo war er denn? Wo war er denn? Da vorne ist er. Oder waren wir da gerade schon? Nein, da waren wir doch. Nein, da waren wir nicht, oder? Doch, da waren wir. An dem waren wir doch gerade hier. Bin ich jetzt komplett vom Glauben abgefallen? Habe ich jetzt eben gerade mal einen Moment nicht aufgepasst? Einen Moment unachtsam. Ja, doch, an dem Schiffswrack hier waren wir schon. Oder täusche ich mich jetzt? Nein, hier waren wir eben gerade schon. Aber ich habe definitiv da noch was gesehen. Und zwar sind wir aus dem Boot ausgestiegen und sind links rumgelaufen. Und jetzt gucken wir mal. So, wo wir denn. Ach, jetzt zieht auch noch ein Sturm auf. Super. Tolle Idee. Das heißt, wenn der Sturm jetzt hier wirklich nicht wegziehen sollte, dann müssen wir die Nacht auf dieser Insel verbringen. Wir haben aber zum Glück genug Utensilien quasi mit. Den können wir jetzt nicht mehr aufsammeln, das war mir auch schon fast klar. Genug Utensilien mit, um die Nacht hier heil zu überstehen. Das ist auch schon mal die gute Nachricht. Weitere gute Nachrichten gibt es in dem Fall eigentlich auch nicht. So, bei hoher See irgendwo tauchen ist natürlich auch ein bisschen fatal. Vielleicht sollten wir uns mal auf die Palme raufklettern. Bevor ich auf die Palme raufklettern, werde ich jetzt kurz nochmal speichern hier. So, jetzt klettern wir mal die Palme hoch und gucken mal, dass wir von oben eine bessere Sicht haben auf das Geschehen. Aber auch hier sehe ich nichts. Da schwimmt Charlie. Das ist schon mal ganz schön. Die Sonne blendet hier irgendwo. Es sieht aber nur nach Nebel aus und nicht unbedingt nach Gewitter. Jetzt ist die Frage, wie ich hier runterkomme überhaupt. Nicht fallen, nicht fallen. Nein! Scheiße. Mist, ey, da sind wir unglücklich gefallen. Aber wir haben uns anscheinend nichts gebrochen. Haben wir nochmal Glück im Unglück gehabt.
Und ein echter Survivor lädt das Spiel natürlich in diesem Fall auch nicht. Wo ich gerade ein bisschen geneigt war zu laden, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und ich sehe aber auch nicht, wo hier noch was sein könnte. Scheiß Nebel. Husch, weg! Nebel, weg! Da will man mal tauchen. Bereitet man sich monatelang auf seinen Tauchgang vor und dann verändert Nebel einem die Sicht. Auch schön, aber hier sind wir voll ins Wasser reingegangen. Es kann natürlich auch sein, da muss es auf der anderen Seite gewesen sein. Es kann nur auf der anderen Seite gewesen sein. Wir haben doch hier mit dem Fernglas geschaut und geguckt und hier irgendwo eine Stelle gesehen, an der Luftbläschen aufgestiegen sind. Das Gras ist ja noch ein bisschen. Schwebt ein bisschen in die Luft, das Gras. Hat sich mit dem Baum vereinigt. Aber ich sehe leider Gottes wirklich nichts. Und bei diesem Wetter, muss ich auch dazu sagen, schwimme ich besser nicht. Oder steige ich nicht ins Boot ein und fahre zurück. Weil dann haben wir den Kurs garantiert verloren. Entsprechend werden wir jetzt noch ein paar Kokosnüsse hier nochmal köpfen. Mit der neuen Machete hier. Damit wir ein bisschen was zu trinken haben, ein bisschen was zu essen kriegen. Trinkst du das bitte? Wieso will das jetzt nicht trinken? Achso, weil die noch nicht geknackt war. Das habe ich aber auch leider Gottes übersehen. So, der eine Schlag fehlte noch. Jetzt können wir sie trinken. So, und jetzt hauen wir die einmal kaputt. Und haben wieder wunderbar Caribbean Dreams hier. Und ich habe vorhin noch gesagt, strahlender Sonnenschein, 30 Grad im Schatten und dann kommt so ein Sturm hier hoch. Oder beziehungsweise so ein Nebel und das Wetter schlägt um. Ich sollte vielleicht besser nicht mehr sagen, dass das Wetter schön ist. Denn dann denkt sich das Spiel auch, ne, schönes Wetter war gestern. Und sagt dann, nee, bei mir kriegst du kein schönes Wetter mehr. So. Tja. Nichts zu sehen von dem anderen, von dem anderen Hotspot, wo wir tauchen wollten. 17:39 Uhr, da lohnt sich die Rückfahrt auch schon fast gar nicht mehr. Wenn man mal ganz realistisch und ehrlich ist. Ach, jetzt klart es auf, ne? Jetzt wo es dunkel wird. Ja, vielleicht haben wir nochmal Glück und finden die eine Stelle nochmal, bevor es dunkel wird. Vielleicht übersehe ich sie auch. Da geht die Sonne unter. Wir haben natürlich eine Hardcase aufgemacht und dann standen wir irgendwo und haben hier irgendwie rausgeschaut. Da hinten sind zwei Haie. Und es wird dunkel. Tja, Nacht bei Stranded Deep. An diesem Spot waren wir schon, das weiß ich jetzt mittlerweile, nachdem wir da zweimal hingeschwommen sind. Tja, dumm gelaufen. Aber wir werden von dieser Insel mal ein wenig Inselhopping betreiben. Und zwar machen wir das Ganze, indem wir einfach mal hier unsere ganzen Sachen mal hinlegen. Damit wir auch wissen, welche Richtung wir schwimmen. Und ich versuche mal, die Engine jetzt so hinzulegen, dass wir nachher den Weg zurückfinden. Dass uns die Engine quasi den Weg zeigt. Und zwar müssen wir dann genau in diese Richtung schwimmen. So. Wunderbar. Die Engine zeigt uns den Weg zurück. Schmeißen die Sachen nochmal raus, die wir jetzt gerade nicht brauchen. Hier auch Antibiotika. Und wir schwimmen jetzt mal hinten zu dieser Insel hier vorne mal rüber. Oder schwimmst du da hinten? Na, schwimmst du zu dieser Insel da vorne. So. Auf, ins Gefecht. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung wir schwimmen. In welche Richtung wir paddeln. Und ja, wir schwimmen ja nicht paddeln. Zumindest nicht so paddeln, wie ich das gerne hätte.
So, die Richtung ist Nordwesten, also grob Nordwesten. Das heißt, wir müssen so bei 130, 129 müssen wir dann wieder zurückpaddeln. Sollten wir aber auch ungefähr wieder hinkriegen. Zumindest gehe ich mal stark davon aus, dass wir es das hinkriegen. Und dann entsprechend auch den Weg zurückfinden. Denn irgendwann sind die Inseln um uns herum auch abgeklappert. Dementsprechend rudern wir jetzt einfach mal weiter. Wird zwar ein langer Weg, aber wir melden uns direkt zurück, wenn irgendwas Spannendes passiert. Ja, unser nächtlicher Ausflug hat sich anscheinend gelohnt, denn was ihr jetzt aktuell auf diesem Bild noch nicht seht, in dieser Einstellung hier, ist, tada, ein Boot. Ein Boot, was hier gestrandet ist. Und ich weiß nicht, was drin ist. Wir werden es jetzt gemeinsam herausfinden. Dazu müssen wir in das Boot erstmal überhaupt reinkommen. Das ist schon mal Herausforderung Nummer 1. Super. Kommen wir da überhaupt irgendwie rein? Ich vermute, wir müssen uns da eine kleine Plattform bauen, damit wir auf dieses Boot kommen. Denn ich glaube, da verbergen sich richtig, richtig schöne Schätze. Dazu müssen wir jetzt natürlich hier mal ein bisschen craften. Das werden wir jetzt in diesem Fall mal machen. Und zwar brauchen wir erstmal ein paar Sticks. Potato, brauchen wir Hunger? Ah, geht eigentlich. Hunger hält sich in Grenzen. Wir brauchen aber eine Yucca Plant auf jeden Fall. Die brauchen wir definitiv. Damit wir uns so eine kleine Plattform hier mal eben craften können. Achso, und wir brauchen wahrscheinlich auch gleich noch einen Hammer. Damit wir die Plattform überhaupt bauen können. Herausforderung, Herausforderung. Vielleicht, ja, komm, da müssen wir da irgendwie so raufkommen hier. Kann doch nicht sein, dass wir da nicht raufkommen. Und nicht raufglitschen können. Weil irgendwie. Springen funktioniert hier schon mal nicht. Mit Anlauf nochmal. Na, komm! Du bist ja schon drauf. Du bist schon drauf. Ja. Sehr schön. Geht auch ohne Craften. So, jetzt müssen wir hier die Leiter wieder hochglitschen. Na komm! Ups, ups, ups. Da oben ist bestimmt das letzte Teil von unserem Motor drin. Na komm, glitsch ich hoch. Glitsch ich irgendwie ein bisschen hoch hier. Ah, komm schon, ey. Ich meine, so eine schöne Leiter, auf die man so schön draufklettern könnte. Gucken wir mal, was in diesem Hardcase überhaupt drin ist. Sehen wir das überhaupt hier? Nee. Können wir da nicht sehen, vielleicht. Nein, nicht runterfallen. Ah, so kommen wir auch auf. Und was ist drin? Toll, eine Flare Gun. Ja, eine Flare Gun brauchen wir nicht. Die können wir aber einfach mal aufheben und hier mal lustig in den Himmel schießen. Jetzt ist sie auch leer. Super. Immerhin haben wir jetzt ein bisschen schöne Lichteffekte hier. So, was ist hier drin? Ah, eine Wasserflasche. Trinken wir ein bisschen was. So, noch eine Engine. Ah, wir haben noch nicht genug Engines. Oh nein. wir haben es geschafft. Fehlt uns nicht eigentlich noch ein anderer Teil? Das wäre mal. Oder das war auch der Teil, der uns fehlte, ne? Ich glaube, es war der Teil, der uns fehlte. Das wäre natürlich jetzt mal die Mega-Sensation. Das wäre ja mal richtig hammer, hammer, hammer geil, wenn wir jetzt alle Teile zusammen hätten für unseren Motor. Man darf gespannt sein. Wir paddeln jetzt mal direkt zur Insel zurück. Und um euch die Wartezeit zu ersparen, mache ich jetzt an dieser Stelle einfach mal einen kurzen Cut mit rein, damit wir auf jeden Fall den Motor fertig bauen können. Wir sind also gleich zurück. So, ja, wir sind zurück bei Stranded Deep und haben jetzt anscheinend wirklich, ich sammle mal die Engine ein, den Carburetor, den Propeller, den Fuel Tank, Part 1, 4, 3, 2. Wir haben wirklich tatsächlich alle Teile zusammen für unseren Motor. Ich kann es kaum glauben, wir haben es endlich geschafft. Jetzt muss ich nochmal schauen, was wir dafür alles irgendwie brauchen, beziehungsweise wie wir den Motor überhaupt bauen. Ich glaube, wir brauchen nämlich dann einen Stick auch noch dazu. Jetzt gucken wir mal. Foundation? Nein. Haben wir irgendwas vergessen? Mal kurz mal schauen. Und ja, ich glaube, wir haben. Was haben wir vergessen? Tank, Carburetor, Engine, Propeller, Stick und ein Duct Tape. Das Duct Tape brauchen wir natürlich noch. Natürlich.
Das hat noch gefehlt. So, und jetzt. Bootmotor. Wir haben noch alles. Wir haben den Tank. Hier ist der Fuel Tank. Die Engine haben wir. Den Propeller haben wir. Den Carburetor haben wir. Stick haben wir und das Duct Tape. Vielleicht brauchen wir auch. Da ist er. Da sehen wir es auch nochmal aufgelistet. Duct Tape, Stick, Propeller, Engine Canister, Engine Pump und die Engine. Jetzt klicken wir auf den Bootmotor. Nice. Natürlich ist das Problem. Ja, wir müssen jetzt natürlich nochmal eine Foundation bauen. Dementsprechend werden wir die ganzen Teile nochmal hier nochmal auflösen. Und uns jetzt erstmal primär um die Foundation kümmern. Beziehungsweise wir setzen die Foundation hier einfach ins Wasser rein. Damit die hier zu so einem lustigen Boot. Und jetzt können wir den Rest zusammenbauen. Hallo, Duct Tape. So. Was soll denn, war das gerade? Ist da gerade ein Hai durch unsere Insel durchgeschwommen? Ich glaube, es sah fast so aus. Jetzt haben wir natürlich keinen Stick mehr. Super. Da müssen wir ein bisschen Holz hacken nochmal schnell. Auch das noch. Aber immerhin haben wir dann gleich den wunderbaren, schönen Bootmotor. Bin ich ja mal gespannt, wie viel Speed das Ding dann hat am Ende. Wie gesagt, ich habe das Ding selber, also ich habe den Motor bisher auch noch nicht gefahren. So, Bootmotor. Ah, sehr schön. Passt dran. Hohohoho. Der macht ja mal einen guten Sound, das Ding. So, speichern wir mal. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man das Ding überhaupt lenkt. Wie fährt man jetzt mit dem Ding überhaupt hier? Achso. Ah. Muss das Ding also anscheinend immer im Auge behalten. Wir fahren einfach mal eine Runde hier. Und dann kommt sie doch hinten ran. Das ist also anscheinend ausgewählt jetzt. Warte, den Ton ein bisschen leiser machen. Ja, nice. Jetzt fängt es auch an zu regnen. Super. Es regnet, wenn wir unsere erste Bootstour machen. Ja, tolle Aussichten. Fahren wir entsprechend lieber wieder zur Insel zurück. Oh, ist ein Sandbank. Nein. Böse Sandbank. Toll. Unser erster Ausflug endet also auf einer Sandbank. Auch schön. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der Bootmotor steht, ist am Boot dran. Was will man mehr sagen? Wenn das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar da unten rein und gerne abonnieren. Dann gibt es im nächsten Part von Stranded Deep auch noch ein bisschen Action mit unserem wunderschönen Boot mit Motor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sagt Let's Multiplayer.